Ja, wenn es dir recht ist, möchte ich dich jetzt gerne mitnehmen auf eine Reise durch deine eigenen Gedanken. Es geht um einen Schiffbrüchigen. Warum es ausgerechnet ein Schiffbrüchiger ist, das wirst du schon noch rausbekommen. Stell dir einfach vor, in deinen Gedanken einen Schiffbrüchigen auf seiner Insel, vielleicht ein paar Palmen, das Boot, was da liegt, das kaputte Boot, das Wasser, den Himmel. Seh das einfach so in Gedanken vor dir. Es steht dir natürlich frei, dir das ganz genau so zu denken, wie du das möchtest. Du bist jetzt der Schöpfer dessen, was du dir selber ausdenkst. Du bestimmst, welche Farbe das Wasser hat, oder vielleicht lässt du dich auch überraschen. Aber niemand außer dir selbst bestimmt es, denn es ist ja niemand da außer dir. Das sind deine eigenen Gedanken, für die du in gewisser Weise die Verantwortung trägst. Die Verantwortung, das meine ich so, dass dieser Schiffbrüchige, wenn du ihn dir jetzt erst einmal ausgedacht hast, den kriegst du denn gar nicht so einfach wieder weg. Aber das wirst du später herausfinden noch. Sagen wir mal, du bist jetzt also für diese Insel, für diesen Schiffbrüchigen, für diese Welt, die du dir da ausdenkst, für diese kleine Welt, bist du Gott. Und du kannst jetzt selber das Ding gestalten. Also deiner Fantasie sind da jetzt erstmal keine Grenzen gesetzt. Und jetzt fängst du auch tatsächlich an, das ein bisschen zu gestalten. Die Insel ist ein bisschen größer. Vielleicht scheint die Sonne. Der Schiffbrüchige, was denkst du dir? Was wird der? Na, vielleicht muss er ja erstmal irgendwas dafür tun, dass er sich da wohler fühlt. Vielleicht lässt du ihn das tun, vielleicht tust du das für ihn. Dir steht es völlig frei, das selbst zu bestimmen. Worum es mir geht, ist, dass du in diesem Spiel einige Dinge erkennen kannst. Sagen wir mal, wir unterwerfen dieser Welt, diese Welt dieser Schiffbrüchigen, unterwerfen wir jetzt den normalen Gesetzen der Natur, so wie wir sie jetzt kennen. Das kann man machen, muss man aber nicht, denn eins ist ja jetzt klar, diese Welt besteht nur in deinen Gedanken. Normalerweise ein Stein, den du aufhebst und du lässt den fallen, der fällt nach unten. Stell dir einfach mal vor, dieser Schiffbrüchige, der hat jetzt einen Stein in der Hand, du siehst es vor deinem geistigen Auge, dass er einen Stein in der Hand hat, und er öffnet die Hand nach oben und der Stein fliegt nach oben. Ist überhaupt kein Problem. Warum eigentlich nicht? Dann wirst du sagen, das ist ja nicht so schwer. Das ist ja alles nur ein Gedanke von mir. Und ich kann mir immerhin denken, was ich will. Richtig. Was ist jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du schaust jetzt auf die Insel von oben. Der jetzt schaut. Ich meine, du siehst das alles. Aber der das sieht, kannst du den sehen? Versuch mal, den zu sehen, und dann wirst du feststellen, nee, der ist nicht da. Der sich das jetzt ausdenkt, ist der Einzige, den du nicht auf die Insel bekommst. Ist interessant, ne? Vielleicht, wenn man so eben schaust du noch so von oben, jetzt könntest du dir das von der Seite mal angucken, sagst du, da ist ja gar keiner, der schaut. Das bist übrigens du, der nicht zu sehen ist.
Natürlich kannst du jetzt mit diesem Schiffbrüchigen und kannst es spielen. Jetzt kannst du dir was einfallen lassen. Vielleicht ist der alleine, vielleicht sind da noch andere. Aber du bist die ganze Zeit, sagen wir mal, von da oben schaust du die ganze Zeit und du weißt, ich bin ja hier oben und der ist ja da unten. Aber irgendwann verspürst du vielleicht das Interesse, Mensch, jetzt möchte ich selber aus dieser Position des Schiffbrüchigen mir das, was ich geschaffen habe, selber anschauen. Ist übrigens gar nicht so schwer. Du begibst dich im Prinzip an die Position, ist nicht ganz richtig, weil du begibst dich nirgendwo hin. Wenn denn ist es so, dass du das Bild drehst. Du drehst die Welt so lange, bis du aus den Augen von diesem Schiffbrüchigen schaust. Und jetzt stehst du auf dieser Insel und schaust. Jetzt schaust du an dir runter. Und eigentlich musst du dich jetzt überraschen lassen, was du siehst. Ich weiß gar nicht, hat der Schuhe an? Ist der barfuß? Was hat der für eine Hose? Eigentlich lässt du dich jetzt überraschen, aber du bist schon der Schöpfer dessen. Du kannst das anders gestalten. Und das kannst du über die Insel spazieren. Kannst dir deine eigene Schöpfung angucken. Aber denk dran, das, was du erschaffst, ist nicht so einfach wieder wegzubekommen. Kannst du überprüfen? Lass uns mal eine bestimmte Szene. Also stell dir mal vor, das ist jetzt so ein Dschungel. Also ne, du bist am Rand von diesem und da kommt jetzt eine Frau raus. Übrigens eine hübsche, eine Einheimische. Aber sie ist ganz verstört. Und sie berichtet dir davon, dass auf der anderen Seite dieser Insel Piraten wären. Und die würden da, naja, was die so machen. Jetzt hast du zwei, sag mal, grundsätzlich hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du glaubst es, das kann ja auch sehr interessant sein, dieses Spiel mit diesen Piraten da jetzt zu spielen, solange du weißt, wer du bist. Du kannst natürlich auch sagen, das ist natürlich völliger Quatsch. Die Insel ist von mir ausgedacht und ich bestimme immer noch, was da läuft. Also du kannst dir bewusst sein, wer du bist. Aber eins kann ich dir gleich sagen. Je länger du als diese Schiffbrüchige auf dieser Insel wandelst, so wahrscheinlicher ist es, dass du dich vergisst. Und du wirst dich immer mehr mit diesen Schiffbrüchigen identifizieren. Und dann kann das, vorausgesetzt du machst das richtig lange, kann das dazu kommen, dass du sagst, ich will hier wieder raus. Ich übertreibe es natürlich. Aber jetzt stell dir mal vor, diese Schiffbrüchige, also du als dieser Schiffbrüchige, gehst jetzt, was weiß ich, zu irgendeinem Heiler, zu so einem Schamanen oder sonst was und fragst den, wie du da wieder rauskommst. Eigentlich blöd, ne? Du bist doch da gar nicht drin. Du bist doch der sich diese ganze Welt bloß ausdenkt. Du kannst das jetzt übrigens auch alles beiseite packen und in einer Woche denkst du nochmal wieder daran und ich sag dir jetzt schon, du wirst die Insel genau so vorfinden, wie du sie verlassen hast. Du hast das jetzt erschaffen, du bist der Schöpfer und es ist deine Schöpfung, die bleibt so. Es sei denn, du denkst dir jetzt, dass in der Zwischenzeit das Leben da weiter stattgefunden hat und da ist irgendetwas passiert, aber es bestimmt immer noch du. Ich meine, wer außer dir bestimmt es jetzt? Du bist doch wirklich eindeutig der Schöpfer dieser Welt. Lass uns das alles nochmal zusammenfassen. Die Welt ist genauso, wie du sie dir denkst. Alle Naturgesetze sind auch so, wie du sie bestimmst. Du selber kannst in dieser Welt nicht in Erscheinung treten. Es sei denn als eine Erscheinung, aber das bist nicht du. Du kannst dich total in der Welt verlieren. Du kannst dich zum Beispiel um diese Piraten da kümmern,
ne, sie ist ja einmal erschaffen, dann sind da Piraten, ne? Wie kriegst du die jetzt wieder weg? Da musst du dir was einfallen lassen. Und warum ist das alles so? Ist eigentlich ganz einfach, ne? Das sind ja alles nur meine eigenen Gedanken. Genau.